wusste gar nicht, dass sie zu viert kommt. Sorry, Überraschung. Ist nicht schlimm, ich mache euch einen Tisch klar. Was wollt ihr trinken? Die Tatsache, dass sie die Mädels mit auf dieses Date nimmt, ist selbstverständlich. Weil die Mädels haben in dem Sinne, glaube ich, das letzte Wort. Die kennen Razak so gut. Und auch wenn sie das vielleicht ein bisschen merkwürdig finden, dass sie sich diese Idee in den Kopf gesetzt hat, heiraten zu wollen, glaube ich, unterstützen sie da auch und sagen trotzdem ihre ehrliche Meinung. Und ich glaube, Razak weiß immer, dass sie darauf vertrauen können. Wenn die Mädels sagen, yo, der Dude ist nicht so geil, dann würde, glaube ich, Razak auch ihre Finger davon lassen. Ist das Shisha klären? Ich kann dir alles klären. Ja, okay. Was für eine Sorte? Ich glaube, die denken, der ist ganz chillig drauf, der spendiert denen sofort eine Shisha, klärt den nicesten Platz in der Shisha-Bar. Ich glaube, das genießen die Mädels. Und ansonsten gehen Hatam und Razak ja so in eine separate Ecke. Deshalb kriegen die nicht so viel mit, aber ich glaube, so der erste Eindruck ist so, ja, der ist ja cool drauf, der gibt uns den besten Platz, spendiert uns Getränke und eine Shisha, was will man mehr? Alter, was macht der denn hier? Ist das nicht Yusuf? Ja, und hat er eine neue? Hajra ist in Yusuf verliebt. Und was Menschen so tun können, wenn sie verliebt sind und vor allem eifersüchtig, das sind einfach Dinge, die man rational nicht so einfach erklären kann. Und das passiert Hajra halt. Wenn sie Ayla auf die Toilette folgt und ihr da eine kleine Ansprache macht, ich glaube, da will sie einfach nur ihr Revier markieren. Einfach mal zeigen, wer die Hosen anhat und dass das ihr Typ ist. Schon irgendwie komisch, dass wir denselben Typen gefickt haben. Also, sein Name fängt mit Y an und hört mit Hurensohn auf. Ich bin Hajra, Yusufs Ex. Hat er dir nicht erzählt, irgendwie? Nee, hat er nicht. Ich glaube, Hajra fällt schwer, einem neuen Menschen in ihrem Leben zu vertrauen. Und den Menschen, denen sie vertraut, die will sie bei sich behalten. Und das hat sie zum Beispiel mit ihren Mädels. Sie vertraut ihren Mädels und deswegen sind diese Freundschaften so wichtig für sie. Und Yusuf hat sie irgendwann ihr Herz geöffnet und hat gesagt, okay, komm rein. Und seitdem will sie ihn nicht mehr loslassen. Ich hasse dich! Ich hasse dich auch! Ich glaube, Jazz und Kyle sind beides Charaktere, die eigentlich immer gerne das haben wollen, was sie nicht so leicht bekommen. Sie sind immer interessiert daran, mit dem Feuer zu spielen und deswegen finden sie sich auch gegenseitig so interessant, weil der eine dem anderen nie wirklich zeigt, dass er ihn mag. Und ich glaube, dass deswegen beide eigentlich am Ball bleiben, weil sie ja für sich selber auch irgendwann die Bestätigung haben wollen, ich bin die Person, die die andere Person am liebsten hat. Und ich glaube, bei Jazz ist es so, dass sie, solange sie nicht verliebt ist in jemanden, ist es völlig in Ordnung, wenn er auch noch Frauen nebenbei hat, weil sie hat auch Männer nebenbei. Sie ist da ja auch sehr locker. Sie nimmt sich, was sie will und sie findet, glaube ich, dass Männer sich auch nehmen können, was sie wollen. In diesem Fall ist es ja aber so, dass sie sich in Kyle verliebt. Und deswegen gefällt ihr der Gedanke, dass er andere Frauen haben könnte, gar nicht. Wer ist das? Nee. Wer ist das? Das ist Charlotte und das ist meine Nachbarin. Was laberst du für eine Scheiße, Mann? Wer ist diese Kirchenchor-Lady? Ich bin seine Freundin. Okay. Wow, wie findest du es, dass dein Mann dich nicht respektiert? Dann fass mich nicht an, Mann! Hajras Vorschlag, die Feindleier zu überfallen, ist natürlich nicht der beste Vorschlag. Aber den Mädels fällt nichts Besseres ein. Und sie haben einfach richtig fett Angst vor der Russenmafia und haben wirklich einfach nur noch ein paar Stunden, um die Sache zu regeln. Weil Fanta und Jazz keine besseren Vorschläge haben, sagen sie, okay, dann machen wir das jetzt. Wie hätten wir denn sonst so schnell Geld auftreiben sollen? Deshalb fanden wir es riskant, aber als unsere einzige Lösung, da rauszukommen. Und hätten wir es nicht getan, wären wir vielleicht anders in Probleme gekommen. Also besser, dass wir es versucht haben. Danach haben die Mädels das wahrscheinlich alle bereut, vor allem Fanta. Es ist nicht so glatt gelaufen und da haben wir nochmal gemerkt, dass wir keine erfahrenen Räuber sind. Also wir sind einfach
blind da reingelaufen und es stand 50-50, ob wir es schaffen oder nicht. Ja, das Ding ist halt, dass die Mädels sich einfach auf Dinge einlassen, die viel zu groß für die sind. Also einfach mal sowas zu überfallen mit einem Plan, der vor ein paar Stunden entstanden ist. Wenn das so einfach wäre, wäre ja geil. Aber es ist halt nicht so einfach. Und es geht dann schief. Fanta verletzt sich auch krass an der Hand. Und die Mädels gehen zu Razak in die Praxis, um Fanta zu verarzten. Und dabei passiert halt was sie alle vermeiden wollten, und zwar Razak mit in die Scheiße zu ziehen. Warum sagt ihr mir eigentlich, dass alles in Ordnung ist, wenn ihr 50.000 Euro Schulden habt? Also es fängt ja eigentlich damit an, dass im Späti Razak sieht, dass Jazz eine Verletzung am Auge hat. Ja, wurdest du geschlagen? Nein, Mann. Alter, wollt ihr mich verarschen? Gab's Stress? Ey, wir haben aufgehört mit dem Ticken. Wallah gelassen. Ja. Ich glaube zwar, Razak spürt schon, dass da ein bisschen was krumm dran ist, aber irgendwie, vielleicht will sie es auch nicht wissen oder vielleicht will sie auch die Mädels einfach ihr Ding machen lassen. Auf jeden Fall erfährt sie da ja nicht mehr dazu. Und was aber, glaube ich, so ein innerer Wunsch die ganze Zeit von Razak ist, ist so ein bisschen Kontrolle über die Mädels zu haben. Und ich glaube, das lässt sie so verzweifeln, dass sie die nicht halten kann. Sie kann die überhaupt nicht greifen. Und das merkt sie dann, dass es tatsächlich so ist, wenn die Mädels ihr sagen, dass sie 50.000 Euro Schulden haben. Und ich glaube, das löst so eine Verzweiflung aus, die dann zu so einer Wut führt, dass der Streit zwischen Razak und Hajra entsteht, weil Razak und Hajra nochmal eine ganz besondere Beziehung haben, allein durch die ähnliche Herkunft und durch so eine extrem intensiv geteilte Kindheit. Und Hajra war ja auch diejenige, die weg war. Das heißt, die hat damals schon Scheiße gebaut. Und ich glaube, jetzt geht die Wut vor allem an Hajra. Und in dem Moment, wenn Hajra Razak beleidigt, reißt wie so ein Gummi zwischen den beiden. Also das ist so der Schritt zu weit. Wallah, bsara astati sharmuta shayfa nafsic. شو سميتيني؟ اي روحي تزوجي جيبي خمس اولاد وفكري انت احسن من مينك انت لا تحكي معي هيك خلص ليش بدي احكي الحقيقه لو لا والله غير انه مزبطه امورك معك يوسف لك صدي Der Streit zwischen Razak und Hajra, der kommt daher, dass Razak einfach auch gedacht hat, dass ihre Freundin nach diesem halben Jahr Erziehungsmaßnahme irgendwie Lust hat, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen und ihre Ausbildung zu beenden und einfach ein geregeltes Leben anfängt. Aber Hajra fällt sofort wieder in so kriminelle Aktionen rein und das enttäuscht Razak natürlich total. Und Hajra schaut auf der einen Seite zu Razak auf, weil sie sieht, ey, die kriegt's gerade voll hin. Und auf der anderen Seite fühlt sie sich aber auch so ein bisschen von ihr betrogen, weil sie nicht mehr so Teil der Gang ist, nicht mehr am Start. Ihr fehlt auch so eine Vertrauensperson und sie ist einfach verletzt. Und wieder ist es genauso wie mit Yusuf. Wenn Hajra verletzt ist, dann weiß sie nicht, wie sie damit umgehen soll und fängt an, andere zu beschuldigen. Aber ich glaube, dass Hajra eigentlich, also sie meint das nicht. Das sind einfach Dinge, die aus ihr raussprudeln.